Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Okona. Wir schauen uns jetzt die Hagenstedt für den LS19 an in der Version 1.0 vom Modder Vanquished 081. Ich hoffe, ich spreche das irgendwie halbwegs richtig aus. Das Ganze gibt es auch für PlayStation 4 und Xbox One. Der Modder schreibt: Dies ist die Standardkarte des LS13, konvertiert und modernisiert für den 19er. Wir haben 43 Felder, eine BGA, Platz für platzierbare Objekte und enthält neue platzierbare Objekte. Was das dementsprechend auch immer bedeutet. Das Ganze ist mit 151 MB sehr, sehr schmal angelegt. Ja, und hier ist das Overview davon. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe den 13er ja, wie viele von euch, sehr, sehr viel gespielt. Und ja, wenn man so das erste Mal drauf guckt, denkt man so, okay, aber ja, man erkennt einiges wieder, wie ihr Shop und so weiter und so fort. Es ist halt jetzt im 19er-Style-Optik, aber okay, wir haben erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verkaufsstellen, unter anderem das Gemüselager, Getreidespeicher im Zentrum, Hafen, Ranch, Restaurant, Scheune, Spinnerei und Transportfirma. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zu lange her, um mich unbedingt daran zu erinnern, ob das nur alles so dementsprechend hinhaut, wie es hinhaut. Wir haben jetzt hier auch, wenn wir im einfachen Speicherstand anfangen, natürlich Fahrzeuge drauf, die sehr, sehr viel gelaufen sind, wie ihr hier seht. Massiv gelaufen sind, 1500 Tage. Ich glaube, das ist irgendwie an den 13er mit angepasst oder so. Ich weiß es nicht, aber okay. Und ja, schauen wir einfach mal. Wir starten standardgemäß hier an unserem Farmhaus, so wie man es eben kennt, ist natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen Kontrast reingezimmert, nenne ich es einfach mal. Ich meine, wenn man das Ganze hier so zack hinstellt, machen wir hier kurz die Dinger an, mal kurz hier nach unten, ne, sieht man auch, hier muss dann auch irgendwo dementsprechend der Schlafplatz sein, weil in die Hütte rein selber, ach hier, er am Liegestuhl. Also wir schlafen nach außen, so könnt ihr dann dementsprechend die Zeit überspringen. So, ich mache den ganzen Spaß mal aus. Wir führen einfach mal weiter. Dann ging es hier auf jeden Fall von hier oben nach unten zum Hof. Und das sieht, ja, das sieht auch in der Tat noch so aus, wie es aussah damals. Ja, diesen komischen Flüssigkeitstank, obwohl der stand noch standardgemäß nicht. Hier die Unterstände, wie gesagt, habt ihr halt hier dementsprechend 19er Maschinen standardgemäß drin. Dann haben wir hier Strohverkauf. Dann haben wir hier eine Untergangshalle, genau hier die große Halle, genau, Baumwollernte. Sprit, den man kaufen kann. Gut, hier hinten ist jetzt natürlich das 19er Silo. Das war definitiv. Also, wo war das? Wo war denn das Standard-Silo im 13er? War auf jeden Fall auf dem Hof. Natürlich nicht so ähnlich, aber ne. In dem Fall hierhin platziert. Ansonsten eine relativ große, leere Fläche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Hagenstedt Modified von Blacky damals noch mehr im Kopf. Aber hier war auf jeden Fall auch noch ein Unterstand, das haut hin. Und hier geht es dann die Straße hinweg zum Händler. Aber hier die Felder, die sind so wie sie sind. In dem Fall jetzt hier massiv Baumwolle drauf. Alles klar. Genau, hier ging das nach oben. Hier war ein Feld. Hinten Unterstand ging es hier runter. Zack. Und hier zum Händler aus dem 13er. Jawollo. Schöner ja die Pappaufsteller drin. Damals hat es noch für mehr nicht gereicht. Ja, Bank, Verkaufspunkt, Kaufpunkt in den Shop weiter drin. Eine Tankstelle nebenan. Ansonsten hier so eine kleine, süße, aber gemütliche Stadt. Ja, relativ generisch, aber boah, mit den schönen Springbrunnen hier. Ja, das sieht man auch an der Texturqualität. Ja, war halt damals so. Aber ja, prinzipiell sieht die Map im 19er auch gut aus, ne? Beziehungsweise halt mit dieser überarbeiteten Engine sieht das halt alles ein bisschen frischer aus. Ja, dann ging es ja dementsprechend hier runter. Genau, hier war ein Feld, hier war ein Untergangsdings. Wenn ich hier der Straße weiter folge, genau, war hier nochmal Verkaufspunkt und alles. Hinten ging es dann Richtung Hafen. Genau, hier hinten Richtung Hafen, wo man auch wiederum Zeug absetzen konnte. Hier hinten ging es weiter, wieder nach hier vorne hin mit dem riesigen Feld hier. Boah, kommen gewisse Flashbacks wieder rein. Ja, genau. Oben. Ach ja, hier war ja auch noch eine Verkaufsstelle. Und hier ging es dann nicht weiter, das war übelst der Gang. Da gab es aber hier so einen Feldweg, wenn mich nicht alles täuscht.
Irgendwo, da gab es hier Trick 18. Aber der Trick, ach nee, ich glaube, das war noch bei der modifizierten. Ja gut, das war noch bei der modifizierten. Da ging hier nämlich noch ein Weg runter. Aber in der Standard-Map war das nicht so, weil da war hier unten Feierabend. Da konnte man den ganzen Scheißweg wieder zurückfahren. Na gut, aber prinzipiell originalgetreue Karte. Aus dem 13er. Eben auf dem 17er Niveau gebracht, das Ganze. Hier haben wir noch die BGA. Mit ganzen 1, 2, 3, 4 Silos. Ah, und schön, dass man es hier so einfach reinkippen kann. Ja, das war herrlich, ohne diese hohen Teile. Konnte man nämlich viel, viel besser das Ganze verarbeiten. Ja, dieser kleine Fluss, der hier durchschwebte. Dann hier weiter nach hinten. Okay, die Stelle sagt mir jetzt eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Wir haben natürlich Kalkstationen in den ganzen Spaß hier. Das sagt mir gar nichts, um ehrlich zu sein. Da habe ich gar keine Erinnerung dran, was das hier ist. Entweder ist das neu oder ich habe das Ding damals nie angefahren. Eins von beiden. Ja, hier ein kleines Forstgebiet. Ja gut, das muss neu sein. Weil im 13er gab es noch keinen Forst. Also ich glaube, das ist neu hier. Das wurde in dem Fall erweitert, weil Forst gab es damals noch nicht. Der kam erst mit dem 15er kam Forst erst dazu. Ja, aber ansonsten alles schicki, alles cool. Hier ein paar Felder. Das zieht sich ja noch bis hier rüber, genau, ach hier oben überhalb des Hofes, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, warte mal, jetzt, wir müssen zurück. Das war das, ne? Oder bin ich jetzt komplett Banane? Ich habe glaube gerade die Orientierung verloren. Wartet mal, ich muss mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir nähern uns auch der ganzen Geschichte. Aber... Hier, Spinnerei haben wir ja noch hier, Gemüselager und alles. Ich glaube, es ist ein Tick größer, so gefühlt. Warte mal, ich muss mal hier zurück zum Shop. Weil hier ist der Hof und da ging es ja hier die Schlangenlinie. Mal sie hier hoch, wo die halben Traktoren verreckt sind. Genau, und hier gab es zwei Felder. Hier hinten ging es weiter. Und es ging aber, wenn ich hier, zack, weiter, konnte ich hier rüber. Konnte aber auch theoretisch geradeaus... Da durch. Hier waren irgendwo, wenn mich nicht alles komplett täuscht, war hier aber damals irgendwo die Kuhweide. Die war so mehr oder weniger extrem weit weg. Ich meine, hier ging es weiter. Ja, hier war ein Feld, dann war hier eine Verkaufsstation. Das war klar. Dann ging es hier hoch. Hier war ein riesiges Feld. Hier ging es weiter. Genau, hier ging das extrem weit runter. Und hier... Wo jetzt hier diese Berge sind, da war eigentlich die Kuhweide. Weil hier war ein Feld. Und hier ist ja das Feld auch noch. Aber hier war damals die Kuhweide im 13er. Okay, wurde also doch noch ein bisschen umgebaut. Oder ein bisschen sehr, je nachdem. Weil ich wollte gerade sagen, da bin ich ein bisschen... Und das hier hinten, das existierte in meinen Augen gar nicht. Jedenfalls wäre mal das jetzt neu, wenn das existiert hätte. Mit diesem riesen Golfplatz hier... Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das ist hier dazu gedichtet. Ich werde zwar meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass hier der Kuhstall original war. Ja. War ja damals noch auf relativ primitiv getrimmt, das Ganze. Ah, das, ja gut, ist heutzutage außer das Wasser und so. Und nichts anderes vom Grundprinzip her, aber okay. Aber ja, wie gesagt, eine schöne Karte. Könnt ihr mal ein bisschen Nostalgie schwelgen. In dem Fall, wenn auch... Vielleicht einiges dazugekommen ist, wie gesagt, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber einiges kommt mir einfach nicht mehr bekannt vor, ist aber schon, ja, was haben wir jetzt, 2019? Ja, 2019 ist ja mittlerweile schon 6 Jahre her, also von daher kann durchaus mal vorkommen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Download-Link inklusive Bewertung finde ich in der Videobeschreibung, Log ist sauber, gibt nicht viel zu sagen, wie gesagt, dadurch, dass Mod-Hub ist. In dem Falle, ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann, haut rein. Tschüssikowski.